Jo, ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar kam das neue Ember in Land City LE Intercity Pack raus. Ja, ich stelle euch das Ganze ganz kurz mal vor und schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, wie gesagt, das Ganze ist eine LE-Version, wie wir schon sehen, mit einer dieser Erhöhung. Ja, ist vom gleichen Entwickler, der die Ember in Land City Statusfamilie gebaut hat, also die New Lines. Soundmäßig, ja, ist es das gleiche, aber optisch sehen wir komplett anders. Was soll ich sagen, ja, ist ein ganz anderes Pro-System. Genau, von innen sieht das Fahrzeug so aus. Hier haben wir natürlich schon das neue Dashboard drin. In der Realität gibt es natürlich auch dann immer noch die MAN-Pille. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt auch jetzt hier gibt. Verbaut haben wir den bekannten Valtius-Softdrucker. Ja, das ist der Innenraum. Hier haben wir einmal, sage ich mal, eine Überlandversion. Wir hätten jetzt auch noch eine Stadtversion. Hier hätten wir zum Beispiel einen 4-Gang-Voltgetriebe. Jetzt haben wir hier das 6-Gang-Setup. Mit Außen-Schwenktüren haben wir noch Außen-Schiebetüren. Vorne doppelt Schiebetür. Jetzt haben wir hier aber die Außen-Schwenktür einzeln. Ja, genau. Letzten. Ja, das ist das Fahrzeug von innen. Ganz schick geworden auf jeden Fall, aber ja. Genau. Würde ich sagen, fahren wir mal ein kleines Stückchen. Ja, wir haben wieder natürlich schönes Kurvenlicht. Ja, lässt sich auf jeden Fall tatsächlich echt entspannt fahren. Ja, was natürlich ultra nervt, dass er wieder so schnell ins ABS geht, das ist auch definitiv ein Minuspunkt. Also das müsste der vielleicht mal ein bisschen fixen, das wäre ganz cool. Ich denke mal, wenn du mit Lenkrad fährst oder wie auch immer, wird das wahrscheinlich auch das gleiche sein, dass er so schnell in ABS geht. Ich gehe gerade übrigens Vollgas und er dreht dann wirklich nur bis 1700 Umdrehungen, wie es mir aussieht. Oh, hier. Das ist doch... Das ist, wie gesagt, wirklich leider ein echter Minuspunkt. Das finde ich ein bisschen schade, sage ich mal. Ja. Ja, wir fahren auf der Map Kirchen, wie wir sehen. Immer noch eigentlich meine Lieblingsmap. Wo haben wir hier? Ach, hier oben ist das. Ah. Das machen wir mal aus. Hier haben wir den digitalen
Barographen, hier ist Uhrzeit, hier ist das Klimaheizungselement. Ja, sehr schön. Ja, also vom Sound her, wie gesagt, das ist halt... In echt hört es sich definitiv ganz anders an. Also das ist wieder mal dermaßen reingeschissen eigentlich. Sorry, wenn ich das sage, aber das ist meine Meinung. Ansonsten, wie gesagt, sehr schönes Fahrzeug, keine Frage, aber... ist mal ernsthaft, also... Auch wenn die Kritik hart ist, aber das muss auch... meiner Meinung gesagt werden. So, wir müssen geradeaus. Also da bitte an den Entwickler, bitte fix das nochmal irgendwie, dass das hier erstens nicht so schnell in ABS geht und die Sounds, also ist mal wirklich hier, ich bremse ganz leicht, er geht sofort ins ABS. Also was denkt man sich dabei? Man muss doch die Busse selber testen. Da kann es doch nicht sein, dass dass es so ein Mucks ist, sag ich mal. Das ist doch blöd. Ja? Also, ja, er wartet einfach nicht. Mann. Ansonsten, wie gesagt, schönes Fahrzeug, aber ja, das sind so meine zwei Minuspunkte leider dazu. Oh, hoch. Das ist mein Mausfeuer weg. Ja, Spiegel kann man auch einstellen, das ist eigentlich, wie gesagt, alles bekannt aus New Line City, das werde ich jetzt nicht zeigen. Weil das kennen wir ja alle schon. Ja. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da, einen Daumen oben, würde ich mich freuen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.